Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dose der Auspacker, aka Dose packt was aus, neues Material in the place to be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich schon mal vorab fürs Zuschauen und wenn ihr weiterhin Bock habt, dass ihr hier meine komischen Auspacker-Videos sehen möchtet, dann klickt doch bitte auf Abonnieren, das wäre mir sehr genehm. Dankeschön. Die neue Sendung gestaltet sich dermaßen: in einem Luftpolsterpaket, Briefumschlag. Und die Ware befindet sich natürlich innen drin. So, und es ist ein gebrauchter Film. So viel kann ich schon mal verraten. Es ist eine DVD und sie stammt aus dem Jahre 1986. Und es ist... Also, was ist das? Es ist der Film, den ich schon relativ lange suche. Vindicator. Es ist nicht Terminator, es ist nicht Knorkator, es ist Vindicator. In the Place to Be aus dem Jahre 1986. Ein kanadischer Science-Fiction-Film mit Robotern. Genau. Carl Lehmann war ein Wissenschaftler, mit dem so lange experimentiert wurde, bis er kein Mensch mehr war, sondern ein moderndes Monster. Sie töteten ihn. Ich führe die Sonde an. Und gaben ihm sein Leben wieder. Sie machten aus ihm einen Supermann. Es ist ihnen dabei aber ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie haben keine Kontrolle mehr über ihn. Und er ist nur noch auf Rache aus. Vindicator. Wir müssen den Kerl sofort kriegen, wenn ihn jemand berührt. Irgendjemand. Schaltet sich sein Aggressionscomputer ein und er tötet jeden. Gratuliere, ihr habt eine perfekte Killermaschine gebaut, aber ihr habt nicht mehr die geringste Kontrolle über sie. Oh nein, nein, Karl, nein! Ah! Feuer! Los, pustet ihn weg! Ah! Was haben sie nur aus dir gemacht? Ich weiß nicht. Ich fühle nichts. Ich kann keinen Schmerz und keine Liebe mehr empfinden. Ich bin kein Mensch mehr. Sie haben ein Monster erschaffen, das nur einen Gedanken hat: sie alle zu vernichten. Vindicator. Er ist die tödlichste Waffe, die es jemals gegeben hat. Ein geheimes Labor für Weltraumforschung arbeitet an einem künstlichen Astronauten. Halb Mensch, halb Computer. Er ist unverwundbar, unzerstörbar. Keine Waffe kann ihm etwas anhaben, wo er auftaucht. Das hört sich so ein bisschen an wie hier kommt Kurt, ne? Wo er auftaucht. Taucht ihr unter. Ja, Vindicator. Ich habe das zwar über Amazonien geordert, aber es kommt aus dem beliebten Hause Medimobs. Da könnt ihr mal auf die Seite gehen, wenn ihr auch mit gut erhaltenen gebrauchten Versionen ausgestattet werden wollt. Also an dieser Stelle an den Vertrieb Momox, macht mal Aufkleber, die einfacher abgehen. Das ist schöner. Jo, das klebe ich mal hier hin. Gucken wir mal das Innere der Hülle. Eine DVD. Beititel hier, eine Killermaschine, unverwundbar, unzerstörbar. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Soll auf jeden Fall laut Schnittberichte.com uncut sein. Und deshalb bin ich sehr stolz, diesen Film endlich zu besitzen. Ich habe lange danach gesucht. Vindicator aus dem Jahre 1986. Tja. Das war's schon wieder mit Dose der Auspacker, aka Dose packt was aus. Neues Material in the place to be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder etwas auszupacken gibt. Peace out, bleibt sauber und gesund, euer Dose.